Im Rahmen der zunehmenden Delikte durch Extremisten hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart reagiert und eine neue Abteilung zur Bekämpfung von Islamismus und Ausländerextremismus eingeführt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamtzahl der Strafverfahren im Jahr 2015 deutlich gestiegen, um 7,6% auf 114.707 Verfahren. Weit mehr Sorge bereitet den Zuständigen jedoch die Personalsituation. Seit 2007 habe die Staatsanwaltschaft jährlich rund 102.000 Verfahren gegen namentlich bekannte Beschuldigte gehabt. In den vergangenen 2 Jahren sei die Zahl auf knapp 115.000 gestiegen, eine Steigerung von gut 12%. Die Zahl der allgemeinen Strafsachen und Verkehrsstrafsachen seien laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Siegfried Mahler unverändert. Sexualdelikte, da gibt es eine Steigerung von knapp 30%, erklärt sich mit Fällen der Kinderpornografie. Wenig verwunderlich seien die vielen Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, eine Steigerung von 141%. Dies sei auf die Flüchtlingsverfahren zurückzuführen. Wenn einer aus einem gesicherten Drittland in das Land Baden-Württemberg hereinkommt, ist das ein Straftatbestand erfüllt, der früher mit einem Strafbefehl geahndet wurde. Heute, weil man ja die Willkommenskultur hat und die subjektive Seite dieser Strafbarkeit etwas zweifelhaft erscheint, werden diese Verfahren auf 153 StPO eingestellt, also ohne weiteres eingestellt, aber sie werden registriert als Ermittlungsverfahren. Seit dem 1. Februar gibt es bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft die neue Abteilung zur Bekämpfung von Islamismus und Ausländerextremismus. Leiterin ist Oberstaatsanwältin Tomke Beddies. Also sämtliche Gruppierungen, nicht nur der IS, sondern auch sämtliche sonstigen Gruppierungen oder Vereinigungen, die sich dort finden. Und im Bereich des Ausländerextremismus stellt es sich derzeit so dar, als ob es wesentlich Verfahren gegen, sagen wir mal, PKK-nahe oder der PKK zugehörige Personen sind. Wir sind für die Polizei rund um die Uhr erreichbar. Interessant sei die Entwicklung im Personalwesen der Staatsanwaltschaft. Gut 2 Drittel der insgesamt 370 Mitarbeiter seien laut Mahler weiblich. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im höheren Dienst, also bei den Staatsanwälten, eine Unterdeckung von 80%. Das bedeutet, es fehlen uns 31 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Auch im Servicebereich, im Unterstützungsbereich eine Unterdeckung von 92%. Wir sind auch die Staatsanwaltschaft, die bezogen auf den Gesamtanfall die geringste Zahl an Staatsanwältinnen und Staatsanwälten in Baden-Württemberg hat. Daher hofft Mahler, dass die personelle Ausstattung der Staatsanwaltschaft bei den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen zur Sprache käme.